So, bevor wir weitermachen, ein kurzes Wort. Und zwar nach der letzten Aufnahme bin ich nochmal in mich gegangen und habe mir nochmal überlegt, dass mit meiner Diebin, ich bin jetzt doch auf Assassination gegangen und nicht auf Missile Weapons. Also ich habe nochmal offscreen das war von den letzten beiden Aufnahmen nochmal gespielt und habe ihr statt den 4 Punkten in Missile Weapons jetzt Assassination gegeben. Weil ich habe mir überlegt, wir haben eh eine Eismagierin hier. Und die kann später Gegner einfrieren mit ihren Zaubern. Also ist gerade das Backstabbing ziemlich gut geeignet, weil ich die Gegner von hinten halt angreifen kann. Und mit 12 Punkten in Assassination lernt sie ja die Reach Attack, also sie kann von hinten angreifen. Aus der zweiten Reihe. Deswegen kriegt sie jetzt mal auch gleich den einen Dolch von mir. So, damit sie den später anlegen kann, wenn es soweit ist. Also wie gesagt, ich habe nochmal offscreen gespielt, um die 4 Punkte, die ich verskillt habe, nochmal wiederzubekommen und sie in Assassination gesteckt. Aber ich habe nicht weiter gespielt, also ich habe bis zu dem Punkt gespielt, wo wir die Tür geöffnet haben, die Eisentür, den Bogen gekriegt haben. Den wird sie jetzt so lange benutzen, bis sie eben soweit ist, die Assassination nutzen zu können. Also die Reach Attack. Und hier haben wir ein Pergament. Ja, dann gehen wir noch mal kurz zurück und schließen die Tür, weil ich habe da hinten Pilze rumlaufen gehört. Also, wir haben hier ein Pergament. Also, zu meinem... Wie sagt man das noch mal auf Deutsch? Zu meinem großen Unglück wurde ich von den vom Rest meiner Männer getrennt. Während der ersten Nacht, die wir hier verbracht haben, schloss sich eine schwere Steinmauer hinter dem Korridor, in dem ich saß und eine Karte der Umgebung gezeichnet habe. Was meine Männer ein paar Schritt von mir entfernt gelassen hat auf der anderen Seite. Unsere lautesten Schreie waren kaum zu hören durch die Dicke der Mauer. Ich vertraue darauf, dass wir einen anderen Weg finden, um uns wieder zu treffen. Aber für die Zeit bis dahin bin ich auf mich allein gestellt. Zum Glück habe ich befohlen, dass die Essensvorräte in unserer großen Gruppe aufgeteilt werden. Also auf jeden aufgeteilt werden. Mich eingeschlossen. Also bin ich nicht ohne Verpflegung zurückgelassen worden. Und zusätzliche Maßnahme zur Sicherheit lasse ich einige Notizen hinter mir mit meinem Siegel, sodass andere meinen Spuren folgen können, falls sie es wollen. Lord Peril. Okay, den kenne ich nicht, den Lord. Er ist mir neu in dem Spiel, aber er schreibt jedenfalls sehr viel und er scheint mit einer Expedition hierher gekommen zu sein. Scroll of Poisonbolt. Was steht denn hier? Erdmagie 7 benötigt, Vitality plus 1. Das kriegt dann er hier mal. So. Noch eine Fackel, die die Tür öffnet. Und ein Level-Up für die ganze Gruppe. Sehr schick. Okay, dann gucken wir mal. Ich auf jeden Fall mal Unarmed Combat. Alle Punkte. Jetzt kann ich Jab. Tarion kriegt erstmal 2 Punkte in Maces, dass er Bash kann.
Der an zwei Punkte in Armor, dass ich ihn auf Heavy Armor verbessern kann. Weil er kriegt leichte Rüstung, er kriegt schwere Rüstung. Damit er halt wenigstens etwas Schutz hat und das meiste dann halt in Unarmed Combat reinkommt. Sie natürlich alle Punkte auf Assassination und sie auf Eismagie. So. Sie hatte leider ihr Level nicht gekriegt, als ich nochmal blind gespielt habe. Aber ich will jetzt nochmal zurück. Denn ich höre, hier ständig Pilze. Hier aus dem Bereich, um genau zu sein. Oder halt Schnecken. Also hier gibt es schon mal nichts. Hier unten vielleicht. Oder ist hier irgendwo ein Knopf? Irgendwo versteckt wieder eine. Weil hier höre ich ganz laut irgendwas rumschleimen. Hier jetzt nicht mehr. Also ja, es muss hier irgendwo sein, hier in dem Ge Bereich. Muss sogar ziemlich nah sein. Hier direkt hinter dieser Wand. Aber ich sehe nirgendwo einen Knopf. Ja. Jetzt habe ich doch was gefunden. Und der Bogen macht verhältnismäßig guten Schaden. Oh. Das war mal interessant. Und was ist hier? Hey. Das ist nur ein Durchgang hierher. Hier kroch eine Schnecke rum und hier war nichts weiter als ein Durchgang. Ein paar Knochen, die sie zernagt hat, aber ansonsten nichts. Keine Schalter. Nö. Okay. Dann gehen wir jetzt hier runter. Das Gebiet kommt mir bekannt vor. Ah, hier stehen Inschriften. Eine einsame Säule aus Licht steht alleine in der Dunkelheit oder in der Nacht. Das wird die Säule sein. Was steht hier? Eine dunkle Säule in der Nacht wird ein scharfes Licht offenbaren. Schockierend und hell, um mit Macht getragen zu werden oder geführt zu werden. Hier erwacht von seinem Schlaf. Okay. Hat sich hier irgendwas getan? Nö. Also die linke Inschrift kenne ich. Die ist, wenn man hier drei Fackeln reinsteckt, dann geht die Tür auf. Genau. Aber die andere Inschrift ist mir neu. Probieren wir mal ein bisschen mit den Fackeln hier rum. War es doch in Dunkelheit irgendwie?
Aber nö, hier tut sich nichts. Oder alle Fackeln raus, es war ja von einem. Haha. Tatsächlich. Ein Secret gefunden. Oh, ein Lightning Blade. Das kenne ich auch noch nicht. Ich kenne nur Fire Blades. Ah ja. Ein rollender Donner kann... Es kann ein rollender Donner gehört werden, wenn die Klinge des Schwertes durch die Luft gesprungen wird. Ah ja. So, aber jetzt müssen wir hier wieder Fackeln reinstecken. Dadurch geht die Wand da zwar wieder zu, aber wir müssen ja die Tür hier aufbekommen. Okay, das war also damit gemeint, eine dunkle Säule in der Nacht. Und hier war es ja, wo Krexe. Hier war es ja eine erleuchtete Säule in der Nacht. Bin ich froh, dass die durch meine Magie getroffen werden kann. Und das war gerade ein schöner Stoß, oder wie man das auch immer auf Deutsch nennt, diesen Jab oder Job. Hier ist schon mal ein Einsturz. Den markieren wir am besten, dass ich den nicht vergesse. Und gucken wir, was da ist. Wenn ich da auf einmal wieder zurücklaufe. Noch ein Wurfmesser kommt mit. Hier ist noch eine Fackel. Oh, und unsere erste Frostbombe. Praktisch. Damit können wir auch dann zur Not Gegner einfrieren. Krexe. Und da hinten läuft wieder ein Skelett rum, wenn ich richtig gesehen habe. Na komm. Komm, lass dich treffen. Genau. So, das war's mit der Krexe. Kommt hier noch eine? Ja. Sogar noch zwei. Hallo. Aua, das war wieder das mit dem Zurückgehen. Aber ich habe sie hoffentlich auch erwischt. Zur Not kriegt sie jetzt einfach nochmal ein. Na komm. So. Das war noch eine Krexe. Ah, und da ist ein Skelett-Bogenschütze. Komm her. Was macht der mit uns? Außer, dass wir mit unserem Hammer verfehlen. Oh, er macht guten Schaden. Jetzt haben wir ihn aber getroffen und haben nur 4 Schaden gemacht. Und der Bogen macht einen Critical bei ihm von... Oh, so. Und er hat einen Eisfall dabei. Gut. Da war gerade ein Schalter. Und da geht Stein auf Stein auf. Schurik. Und Falltüren. Den sammeln wir. Tome of Health. Also Schriftrolle der Gesundheit. 25 Lebenspunkte. Wie kriegt mal mein Breno hier. So. Und dann können wir auch mal gucken, was da unten ist. Schnecken.
schnecken die uns. Töten wollen. So. Aber vorher haben wir sie getötet. Falls hier noch mehr Schnecken sind, wechseln wir mal zu den Giftpfeilen. Oh, wieder so eine Statue von den Erbauern dieses Gemäuers hier. Und ein paar Eisenschuhe. Aber sonst ist hier gerade nichts. Ein Kraut. Kein Secret. Kein Knopf mehr. Und hier unten sehen die Texturen etwas dunkler aus. Nur der Hebel und der Macht. Ah, den Teleporter an. Aber ich würde sagen, bevor wir in den reinspringen, mache ich einen. Speichere ich mal. Und dann sehen wir uns gleich wieder.